this morning on the wrong side of the bed. The hazy sunrise wraps a veil around my head. I can't get motivated. Die Küche sieht aus wie bei Hempels unterm Sofa, weil Haley gerade dabei ist, wieder alles auseinanderzunehmen und hilft mir im Haushalt. Wir müssen jetzt gleich auf jeden Fall Mittagsschlaf machen. Und ich wollte euch einmal zeigen, wir sind ja vom Einkauf zurück, was es geworden ist im absoluten Schnelldurchlauf. Milchschnitte natürlich ist mitgekommen, eine Avocado. Dann einmal Zartbitterschokolade, weil ich noch Muffins mache. Wir gehen ja heute noch zum Fußball. Dann ist mitgekommen einmal Mehl. Dann, ja, und spektakuläre Hornstäbchen. Ein Bund Möhren, weil ich möchte ein Dinkel-Möhrenbrot morgen backen. Dann ist Butter zum Backen mitgekommen. Dann einmal Quark. Joghurt. Das ist von meiner Schwester noch. Die hat sich beim Rossmann diese Zahnpasta hier geholt. Dann einmal Freeway Cola. Und Haley zieht mir gerade die Büchse runter. Und ist natürlich mal wieder im Wassernapf der Katzen. Sehr gut. Nicht? Schatz, lässt du Mamas Hose? Dann habe ich dreimal Wollwig gekauft. Ich habe aber nur einmal reingenommen, den Rest holt Papa heute Abend rein. Dann hat sich Ralf einmal ACE gewünscht. Ich habe dann nochmal einmal den Lipton Pfirsich-Eistee mitgenommen, wenn ich irgendwie Lust auf Geschmack habe. Dann für meine Schwester die Freeway Brause, weil eigentlich trinkt sie nur so einen Süßkram. Beim Rossmann habe ich hier nochmal mein Lieblingsgetränk mitgenommen. In Kirsche, Iceberry, Active O2. Und für Haley, das spreche ich jetzt nicht aus, weil sonst dreht sie durch, ihre geliebten Himmis. Und für mich sind natürlich wieder einmal Blumen dazugekommen. Und das ist es auch schon gewesen. Und die Rossmann-Sachen, die wir eingekauft haben... Jetzt hat sie gerade von der Kartoffel abgebissen. Zeige ich euch separat irgendwie. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen... Ah, schrei, schrei, schrei! Nein. Ich glaube, ich habe noch nicht mal Hallo gesagt heute. Nein. Also, ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Family Vlog. Wir haben es jetzt 14.51 Uhr. Und in 10 Minuten spielt unser lieber David Fußball. Und da gucken wir nämlich heute alle zu. Haley hat Mittagsschlaf gemacht. Und Mama lag daneben. Aileen hat, wie heißt es, Mantara? Nee. Mandala gemalt. Mandala. Wer von euch kennt das, schreibt es gerne in die Kommentare. Das möchte ich auch irgendwann nochmal machen, aber zurzeit habe ich genug Nebenbeschäftigung. Denk an den Charlie, ne? Wir holen Charlie jetzt noch ab, aber selbstverständlich. Am coolsten sind die Bierflaschen hinten mit Kind im Auto, die hin und her klackern. Ich habe es gerade gedacht. Aber die hat Lidl leider nicht genommen. Die waren noch von irgendeinem Fußballspiel von Ralf und Malle, glaube ich. Auf jeden Fall, was kann ich euch erzählen? Ihr habt ja gesehen, wir waren einkaufen heute Morgen. Wir haben es übrigens Samstag. Und Schatz, falls du das hier gerade siehst, das ist natürlich mein H&M Basic. Wer weiß, wovon ich spreche, macht ein Zwinker-Smiley. Das ist nämlich ein Insider. Das ist der Pullover hier von Ralf, denn wir stehen ja gleich auf dem Sportplatz und wir haben leider noch nicht die Herbst-Winterware hochgeholt. Wer von euch macht das auch? Also, ich weiß nicht, ob du das auch so machst. Mhm. Wenn Sommer, Frühling ist, habe ich natürlich die Wintersachen immer im Keller oder auf dem Dachboden. Und bei Jahreswechsel tauschen wir das immer. Aber das haben wir immer noch nicht gemacht, weil wir hatten ja letzte Woche quasi noch 45 Grad. Und deswegen dachte ich, bei dem Wetter ist es ein bisschen muschelig. Habe ich mir mal kurz Papas Pulli geliehen. Also Papa, ich liebe dich. In diesem Sinne. Und wir wollen jetzt gleich schön Currywurst essen und Pommes zur Abwechslung. Da auf dem Fußballplatz. Schön heißen Kaffee. Ja, ich brauche unbedingt Kaffee, Leute. Wer von euch ist ein Kaffee-Junkie? Das möchte ich auch sehr gerne wissen. Fragen über Fragen. Aber ihr müsst mir auch ein bisschen was erzählen. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bedanken. Hast du mal gelesen, wie viele Menschen eigentlich immer so liebe Kommentare schreiben? Nee, ich hatte jetzt vorhin kurz mal ein paar gelesen, da waren es glaube ich 24. Ja, aber da war das frisch raus, genau. Ne? Aber im Allgemeinen. Aber auch super herzlich, super lieb. Mhm. Hier, das ist für euch. Und das wollte ich euch auch noch erzählen, als Heidi eben geschlafen hat, habe ich mich mit unter die Decke gemuckelt und habe die Zeit genutzt und ein paar YouTube-Videos geguckt. Und ich hatte euch ja schon mal erzählt, was das angeht, habe ich ja auch total aufgeräumt, meine Abo-Liste. Auf jeden Fall finde ich es super, super schön, dass ich jetzt so eine Übersicht über meine Kanäle habe, die ich abonniert habe. Denn jetzt verpasse ich wirklich keins mehr und kann alle regelmäßig gucken.
Und ich muss euch unbedingt eine ganz, ganz coole YouTuberin empfehlen. Ich werde sie unten einmal verlinken. Wer sie kennt, umso besser. Wer sie nicht kennt und ihren Besuch abstattet, muss sie unbedingt abonnieren und kein Video mehr von ihr verpassen. Sie ist sau cool, wirklich. Hinterlasst ihr bitte ein Herzchen. Wir verschicken heute mal ganz viel Liebe. Und zwar ist das die Tanja. Die nennt sich Magic Things, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Ich schreibe es euch hier hin oder in die Infobox. Auf jeden Fall ist das die liebe Tanja mit ihren zwei Töchtern und ihrem quasi frisch geborenen Maris und ihrem, ich glaube Matthias heißt er. Ich bin gerade auch am absoluten Aufholen, nicht falsch, ne? Bin schon ganz verwirrt. Ein bisschen. So, Moment, ich muss mal kurz um die Ecke düsen. Ach, dann willst du hier links und unten rechts. Right, right, right. Auf jeden Fall, die ist so cool, auch mit ihren Kindern und der Erziehung und wie sie das alles so wuppt. Also ich finde das grandios. Und am geilsten ist, sie kommt aus Berlin, wohnt aber in Hamburg. Also liebe Tanja, falls du das hier sehen solltest, ist ja wohl mal ein Käffchen drin. Denn die redet wirklich frei Schnauze. Die ist im Prinzip ist die wie wir. Die nimmt kein Blatt vom Mund. Die ist so cool. Die macht das, was Mama früher auch mit uns gemacht hat. Die Lütten haben, ich habe schon das Video gesehen, die Lütten haben... Ja, Lütten sind die nicht, 7 und 12, lassen überall ihre Sachen liegen. Und da hat wohl bei ihr mal eine Zuschauerin geschrieben, warum sie das denn nicht... Oh. Ups. Warum sie das denn... Alles gut. Alles ist gut, Mama hat alles geregelt. Warum sie das denn nicht weg... Nee. Sie hatte... Nee, langsam. Und die Zuschauerin hatte geschrieben, warum Tanja die Sachen der Kinder nicht wegräumt. Und dann hat sie halt gesagt, warum soll sie das machen? In dem Alter sind sie ja wohl alt genug, das selber zu machen. Und hat halt gezeigt, wie es schon wieder aussieht. Überall lagen ihre Sachen rum. Dann hat sie sich einen Karton geschnappt, das alles da rein in deren Zimmern verteilt. Kommt dir das bekannt vor? Kenne ich irgendwoher. Mhm. Und das finde ich in Ordnung. Und die ist nur cool. Also Leute, geht hin, bestellt liebe Grüße und verteilt Herzchen. Schmeckt das gut, mein Schatz? Hast du ein Brot bekommen von der lieben Pommesdame? Ja, das war das 3:0 für den FC Dormheide. Torschütze Nummer 18, Bastian Henning. Wuhu, Party People. Hallo Charlie. Charlie hat eine Schweinsnase. Nase, 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 Nase. Aber Charlie ist eine Diva. Er möchte die Schweinsnase nämlich nicht auf dem Fußboden essen, sondern er möchte auf dem Schoß. Das ist ihm hier zu kalt und zu dreckig. Hammer. Und wir essen jetzt richtig lecker Pommes mit Ketchup und Pommes mit Mayo. Meine Schwester hatte eigentlich das hier bestellt. Aber meine Schwester hat sich wieder umentschieden und wollte jetzt doch Ketchup haben. Ja. Und weil ich so eine liebe Schwester bin, habe ich meinen Willen durchgesetzt bekommen. Ganz Nein, wir genau. teilen uns das jetzt eigentlich. Was esst ihr lieber? Ketchup mit Mayo? Nee. Pommes mit Mayo oder Pommes mit Ketchup? I woke up one day older, just like 10,000 days before. All at once I'm hearing a quiet knocking on my door. Lost chances, sideways glances, I will let them be without me. Creation, celebration, I will let them pass me by. And man hat den Zahn vorgesehen. Hey, ja. Die ganzen Zähne. 3, 2, 1. Vorsicht hier mit der Kante. Super. Sie hat schon überall Blumenstücke. Super. Das ist eine Blume. Blume? Aber nicht pflücken. Nur so machen. Blume. Super. Ah.
Wer hat denn hier Abendbrotshunger? Ja, ganz genau. Hier ist Heidis Brei, ne? Wir sitzen jetzt nämlich endlich am Abendbrotstisch. Wir haben quasi noch gar nichts heute gegessen. Ich habe das Gefühl, wir sind schon wieder nur am Futtern. Hayley hat von Oma ihr erstes Puzzlebuch gekriegt. Ne? Guck mal, hier muss das rein, Spatz. Da? Packst du das da rein? Super, aber so rum, guck. Und dann? Zack. Wollen wir weiterblättern, was wir da noch für ein Tier haben? Oh, eine Mu. Da ist das Puzzleteil. Guck mal, dann kann man das da rauspacken. Wo kommt das wohl rein? Na, oh, meine kleine Knuddelfee. Obwohl wir heute wieder nichts Spannendes gemacht haben, sind wir wieder durch. Aber das Tagesprogramm war auch wieder vollgepackt. Vollgepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Hinein ins Weekend-Feeling. Oh, schalt doch mal ein oder schalt doch einfach aus. Hier kommt die süßeste Maus. Und die dickste noch dazu. Nein, Spaß beiseite. Wir haben jetzt kurz vor 7. Die Hele geht gleich ins Bettchen. Weißt du, was ich auch beim Schneiden beim gestrigen und vorherigen Vlog gedacht habe? Dass du immer im Popeln bist. Nee, mein Aber Piercing Aber du hast ja so ein ekelhaftes Ochsenpiercing. Der Ring ist zu klein. Ja. Der dreht sich immer. Oder du zu groß. Ganz genau. Oder mein Knubbel hier in der Nase zu groß. An Hayley, oder der im Gehirn. Aus reinster nächsten Leber. Ach übrigens, liebe Daniela Katzenberger, falls du das jetzt gerade sehen solltest, ich wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe. Ich bin dein treuster Fan. Hey, ich weiß gar nicht, was daran so witzig ist. Ohne Scheiß. Wer liebt Daniela Katzenberger genauso wie ich? Bitte Pfoten hoch. Ich habe gesagt Pfoten, keine stinke Käsefüße. Ach so. Denn nur ich darf diese Füße benutzen. Nee, und Hayley. Und Hayley. Also Leute, schreibt mal bitte rein, wer mag alles Daniela Katzenberger genauso wie ich? Und eine Frage habe ich auch noch und dann ist auch Schluss mit der Fragerei. Ich bin ganz schön neugierig, ist mir aufgefallen. Wer von euch hat den Artikel gekauft? Wer von euch hat die Benachrichtigung, wenn von mir ein neues Video online kommt? Das würde mich interessieren. Schreibt mir all das in die Kommentare. Ich muss euch auch besser kennenlernen und ich hoffe ganz, ganz dolle, dass euch das Video gefallen hat. Hm? Was ist mit deinen Haaren? Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Wen interessieren denn deine Haare? Also Leute, ihr merkt, hier ist wieder Chaos. Also macht es gut und bis bald. Tschüss! Tschüss! Ja, diesmal habe ich auch dein Tschüss ganz drauf gelassen. Nicht, dass du wieder weinst. Spaß beiseite jetzt. Du bist so süß, dass mir die Zähne faulen. Oh Mann, warum hast du so eine ekelhafte, laute, dreckige, angsteinflößende... Scheiß Lache, ey. Überleg mal.